Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 33 von Astroneer. Ja, wir sind hier draußen. Der Mordrak hatte mir wieder geschrieben mit Obelisken und so, damit ich den Weg zurückfinde. Ich glaube, das war hier der Kommentar aus der letzten Folge. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber naja, nicht so schlimm. Wir wollen auf jeden Fall die Forschung vorantreiben, damit wir die Sachen, die wir da drüben auf der Plattform da geguckt haben, alle kriegen, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro legen wir da mal los, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal, wo ist unser Wagen? Da hinten muss der sein. Und da haben wir ja schon diese Dingens-Verpacker drauf, damit wir diese Forschungsteile alle holen können. Und da müssen wir jetzt nur gucken, dass wir da mal gerade hinkommen, ne? So, wir waren unterwegs nach da hinten irgendwo. Ist die Sonne weg. Da war ja unser Ziel. Wir müssen nur gucken, dass wir da irgendwo gleich unsere Obelisken dann da aufbauen, damit wir das sehen. Das darf ich nicht vergessen. Ja. Stopp. Hier können wir schon anhalten. Und zwar ist da ein Forschungsteil in dem Baum. Und so einen Verpacker holen. So, und dann F drücken. Und dann schränkt er den da rein, ne? Wunderbar. Ersten haben wir. Da ist noch so eine Forschungskapsel. Und da oben liegt auch noch eine. Die hole ich jetzt gerade auch noch. So, die haben wir auch. Wunderbar. Ist da noch was? Da ist noch was. Da hinten, da oben, oder? Ja, da in dem Baum ist auch so ein Teil. Dann müssen wir dann mal auch das wegholen. Und dann schauen wir mal, dass wir das kriegen. Okay. So, und dann noch einen Verpacker holen. Da. Und auch einpacken. Wunderbar, klappt. So, das war Nummer 2. So sehe ich jetzt keinen mehr. Oder doch da hinten. Da hinten ist auch noch einer. Da hinten ist noch einer. Okay, warte mal. Da rechts können wir noch so ein Teil scannen. Das machen wir dann auch noch gerade schnell. Und da hinten war noch so ein Astloch. Da ist es. Zack. F. Oh, da ist noch so ein Teil. Geht das mit dem in der Hand? Ja, geht mit dem in der Hand. Sehr schön. Vielleicht gehe ich besser hier lang. Dann brauche ich nicht über diesen komischen... Oh, jetzt hat er den verloren. Brauche ich nicht über diese komischen Steine da laufen. Und zurück zu unserem Platz. Beziehungsweise zu unserem Fahrzeug. So, den hier ablegen und einen Verpacker holen und okay, das war jetzt nix. Und da ist er weg. Gut, dann packen wir den da auch rein und einen haben wir noch. Was ist das? Da liegt einer rum, oder? Kann ich den aufheben? Nee, aufheben kann ich den nicht. Schade. Ja, können wir jetzt weiterfahren, oder? Hier ist wohl nichts mehr.
ist noch irgendwas Glitzeriges da oben. Was ist das? Erstmal das hier kurz wegscannen. Und was ist das da oben? Das ist Kupfer, oder? Da oben ist auch unsere vierte Probe. Wir müssen nur aufpassen, dass der Baum uns nicht auf den Kopf fällt. Da steht jetzt so organische Ressource, aber... Hä? Ist das Laterit oder was ist das? Jetzt haben wir natürlich was anderes da am Haken. Mal aufpassen, wo er hinfällt. Okay, fällt wohl nirgendwo hin. Ist hier Laterit irgendwo? Ne. War das doch, oder? Jetzt ist es da hinten wieder dran. Und was ist es? Malachit. Kupfergrundstoff. So, passt. Okay. Ja, okay, das kriegen wir aber woanders weg. Da brauchen wir jetzt hier nicht weiter buddeln. Wir holen uns aber gerade den da oben noch raus. Das Forschungsteil. Weil das können wir noch einpacken und mitnehmen, ne? Kamera raus. Und eingepackt. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt lassen wir gerade gucken. Vorne ist schon voll. Dann haben wir nur noch hinten drei Plätze, da vier Plätze. Und ich sehe, wir haben leider vergessen, das Lager mitzunehmen. Ne? Da hätten wir noch ein Lager drauf bauen müssen. Naja, egal. Kriegen wir auch noch hin. Ne? So, jetzt fahren wir hier an dem Wald weiter. Stopp mal gerade, da ist wieder so ein Teil, was wir vielleicht scannen können. Weg ist es. Das ist so ein Modul. Ich wollte nicht in so ein Modul einsteigen, sondern ins Fahrzeug. Was ist da? Okay, da hat einer ein Loch reingegraben. Schon war ich das? Weiß ich nicht. Hier ist so ein Teil zum Mitnehmen. Komm, das nehmen wir noch mit, weil wir auf dem Anhänger geht das doch hinten so drauf, oder? War doch so, ne? Ja, ist zwar doof jetzt, aber haben wir sowieso falsch gemacht. Und ein Platz ist jetzt nur dadurch verloren. So, jetzt hat der Mordrak geschrieben, ich sollte jetzt wahrscheinlich hier, am besten mache ich jetzt mal so einen Obelisken hin, ne? Damit ich weiß, wo ich hin muss. Hier so auf dieser Ebene. Hier so. Oh, ich sehe schon, hier rechts ist Lehm. Ja, jetzt müssen wir einmal absteigen. Müssen einmal das E nehmen. Und dann müssen wir die... Okay. Kann ich das noch höher bauen? Kann man bestimmt, aber nur ich nicht, ne? Nee. Ah, doch, geht ganz gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber hier ist Lehm. Und das heißt, hier unten drunter ist auch Lehm. Naja. Platz ist gleich voll, oder? Ne?
Ja, da ist schon einer weggefallen. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Ist er runtergerutscht? Wohl nicht. Gut, dann packen wir den da gerade weg hier oder die Sachen rein da gepackt. Nee, Kuh. Und den da auch noch rein. Ja, wenn wir den schon dabei haben, dann nehmen wir den auch noch mit. Jetzt gehen wir da mal runter und hoffen, dass der jetzt hier aus dem Nirvana einschnappt. Nee, ist nicht so. Da war auch noch was. Wie viel haben wir Platz? Keinen mehr. Das heißt, wir gehen lieber mal schon mal rauslegen. Einfach abpacken. So, dann haben wir nur noch zwei, glaube ich, frei, ne? Warte mal, den da oben können wir doch dann da auch reinpacken, ne, oder? Die Erde, die sind auch voll. Komm, dann pack den da rein, dann brauchen wir nachher nicht noch einen Rollsten. Gut, jetzt heißt es, nochmal dahin zu gehen. Noch mal hier was holen. Okay, da ist noch relativ viel. Bleiben wir jetzt im Rucksack noch frei. Zwei Plätze noch. Sauerstoff haben wir noch, aber es wird schon entspannt hier. Ein Hubbel ist noch frei. Einer geht noch. Glaube, jetzt ist voll, oder? Ja. Okay, dann können wir einsteigen und nach Hause fahren. Da haben wir schon alles geschafft, was wir wollten, glaube. Leben geholt. Und diese Forschungspunkte halt. So, ganz viel Sauerstoff brauchen wir gerade. Und jetzt haben wir hier unseren Obelisken stehen von Asterix und Obelix. Den man schon ganz weit weg sehen kann. Oh, da links sind noch diese Forschungsdinger-Dreie, sehe ich da. Dann lass uns hier mal schnell noch anhalten und die gerade noch mitnehmen. Den scannen wir die doch mal gerade ein. Ist das was Besonderes? Nee, ne? Oh, hier sind ganz viele. Aber ich muss da nur weit reinlaufen. Hier sind noch zwei. Ich will das Ding nicht nehmen. Ich will einfach nur scannen. Da ist auch noch was. Ja, sind schon einige Forschungspunkte, die man da so schnell mal hier gerade geholt hat, ne? Sieht man das auch? 34, 30, okay. Da oben ist noch einer. So, jetzt reicht's hier erst. Wir fahren dann wieder zurück und dann gehen dann
Hier raus wieder zurück. Da rechts war noch einer. So, das sind auch mal gerade eben 300 Punkte gewesen oder sowas bestimmt. Ne? Ach, guck mal hier, da liegt noch so ein Forschungsteil drin. Sind wir so weit weg vom Wagen. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay. So, dann wieder zurück. Einmal quer durch. Jetzt lass mal gerade gucken. Ja, den sieht man, den schiefen Turm von Pisa da, ne? Und wir mussten aber jetzt so ein bisschen uns links halten, ne? Oder wie war das? Ja, da hinten ist die Basis. Okay. Da geht ein großer Planet auf. Hier geht's vorbei. Da sind auch noch ein paar Forschungspunkte an dem Ding dran. Ja, kriegen wir aber hin, ne? Jetzt würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, oder? Ich kann das alle entladen, pack die Forschungspunkte in die Station schon rein. Und dann kommen wir da nach voran, denke ich mal, ne? Wir müssen nur gucken, dass wir noch ein Lager dann bauen. Dass wir das hier dann noch auf den dritten Anhänger machen, ne? Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.